Und willkommen zurück zu Subnautica. Und wir sind jetzt immer noch auf der Insel hier und sammeln Lithium. Ja, viel wird wahrscheinlich auch nicht mehr reinpassen. Ne, Inventar ist voll. Inventory is full. So, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt mal irgendwo hier rausgehen. Frage ist nur, wo? Ich habe keine Ahnung, wo wir hier rauskommen. Ach, hier. Ach so, das ist jetzt hier daneben. Gut, dann gehen wir hier hoch. Genau. Hier ist dann das Portal. Könnte man eigentlich mal einen Screenshot von machen. Machen wir es mal so. So, okay. Dann kommen wir nämlich hier raus. Ach so, wir sind ja sowieso schon voll. Und es ist wenigstens schon wieder Tag. Hier kommen wir in die Insel rein, ins Innere. Jetzt habe ich mich aber irgendwie verlaufen. Ach, hier geht's raus. Hier geht's raus. So, dann haben wir erstmal genug gesammelt. Dann können wir nämlich erstmal wieder auf dem Heimweg uns begeben. So. Und Triebwerk an und dann geht's los. Aber wartet mal. Ich habe hier gerade einen Weg gesehen. Wo geht denn der hin? Aha. Ja, springen der Klippe runter. Blödes Vieh. Sind wir denn hier hingekommen? Hier war ich noch gar nicht gewesen. Haben wir noch ein Medikit dabei? Natürlich haben wir ein Medikit dabei. Da kann ich nämlich das Ding einsammeln. Sehr interessant hier alles, ha?
Frage ist, wo wir hier hinkommen. Aha. Ach, wartet mal, hier ist doch der Weg zum Portal, genau. Halt, von hier bin ich gekommen. Aha. Ist natürlich sehr interessant, das ist alles verzweigt und verkriesennadelt hier. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Hier ging's raus, genau. Okay, dann kann man auch eine Folge hier in den ganzen Wirrwarr verbringen, ja? Ja, das da drüben, das muss man noch mal genauer erkunden. Das müssen wir noch mal genauer erkunden. Das machen wir aber nicht jetzt, sondern jetzt will ich erstmal zurück. Und die Base fertig bauen. So. Ja, das wusste ich nämlich auch noch nicht mit dem Weg da hoch. Na, komm her. Das wusste ich auch noch nicht mit dem Weg da hoch. Das ist natürlich cool. Ja, wie gesagt, also das ist definitiv mal es ist definitiv mal wert, erkundet zu werden. Das werden wir auch tun, definitiv. Nur nicht mehr an dieser Folge. So. Haben wir es gleich geschafft, sind wir gleich an der Base. Halt, hier wollte ich hin. Und dann brauchte ich Imsen. Ja, guckt euch an. Läuft schon wieder Wasser rein. Alter, die Viecher. Draining systems initiated. Die Viecher da draußen gehen mir richtig auf den Schwimmer. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Ich doch noch das eine Fenster rausbauen, ne? Das einzigste Fenster und dann muss ich es doch noch rausmachen. Ey, scheiße. So, brauchen wir auf alle Fälle noch viermal Titan. Fünfmal.
Und wir müssen noch mal na. So, und hier schon wieder. Na, so. Muss man leider die Fenster rausnehmen, das ist natürlich schade. Was ist denn das jetzt hier? Bin ich rausgebackt oder was? Also. Komisch. Naja. Caution. Dehydration detected. Vital signs stabilizing. So, die war leer, die nehmen wir mit. So. Haben wir nicht mal übrig, aber hier, das da. So. Jetzt zerlegen wir noch das Rax. Ich bin mal gespannt. Sunbeam broadcasting to all survivors of the Aurora. We've covered more than half the distance, so hold on in there. We're scanning the planet for dry land as we speak. You couldn't have picked a less convenient parking spot. But we'll be in touch as soon as we have a landing site for you. Sunbeam out. Ja, die sagen. Caution. Mild dehydration detected. Die sagen. Recommended. Ja, gut, jetzt, ich weiß es. Die sagen so viel wie: Wir schicken eine Nachricht an alle Überlebenden der Aurora, dass wir auf dem Weg zu euch sind. Oder dass wir bald eintreffen und dass alles vorbereitet werden soll. So im Groben. Wie gesagt, wenn ich Übersetzungsfehler mache, einfach Bescheid geben in die Kommentare unten rein. Und passt das. So. Jetzt muss man natürlich wieder was essen. So, und solange ich den Wasseraufbereiter noch nicht habe, muss ich halt natürlich die Melonen essen. Um halt volles Wasser zu kriegen. So. Ich würde das gerne mal. Obwohl, warte mal. So, ich würde das aber trotzdem gerne umbauen. Und zwar hätte ich nämlich gerne hier einen hingesetzt. So. Okay. Dann würde ich sagen, setzen wir hier noch einen her. Und natürlich keinen Titan mitgenommen, ist natürlich klar. Titan ist hier. So. Hmm.
Schon wieder kaputt hier. So, wie gesagt, hier brauchen wir noch Schränke. So, hier müssen wir noch ein paar Schränke herbauen. So. Und so, dafür brauchen wir jetzt 4, 6 mal Quarz. Haben wir so viel noch? 3, 4, 5, 6 haben wir. Und 2, 4, 6, 8. So, mal geht sowieso erstmal nicht rein. So. Da fehlen noch zweimal Titanen, ja. So. So. Dann haben wir nämlich erstmal hier genug Schränke. Und hier drüben würde ich dann nämlich gerne den Fabricator hinsetzen. Müssen wir dann mal schauen, wie wir das hier machen. Ich würde sagen, da wir hier eh erstmal nichts weiter dran setzen, setze ich den Leuchtbaum hier noch her. Nein, vergessen. Kommen doch schon wieder Wolken hier durch. Koten wurde oben schon wieder ab, oder was? Also. Herrlich, herrlich. So. Dann haben wir hier auch noch so einen Baum hergesetzt. Nee, haben wir nicht, weil ich es essen musste. Ja gut, dann ist das jetzt nicht so schlimm. Dann warten wir bis einer groß ist. Nehmen noch eine Frucht raus, tun es da hinten rein. So. Ich bedanke mich bei euch. Das war es auch schon wieder. Ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Wir müssen noch so viele Sachen finden und scannen. Wir haben ja bei Weitem noch nicht alles. Wir brauchen noch die Seemotte, wir brauchen noch den Zyklop, wir brauchen noch den Prawn, die Prawn-Rüstung, wir brauchen noch den Wasseraufbereiter, die Energiezellen-Ladegerät, also das Energiezellen-Ladegerät. Brauchen noch so viel. So viel brauchen wir noch. Also, ja, schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Alles klar, ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.